Aber gut, und das Schöne dabei ist, ihr habt vorhin sehr viel schon vorweggenommen, sodass ich im Grunde genommen sagen müsste, Jan, du hast im Grunde genommen das als Aufgabe gegeben, was wir mit unserem System lösen möchten. Das heißt, du hast ja gesagt, LMS funktioniert nicht. Das hat auch der Jan Ullmann auch gesagt. Das heißt, der Mensch steht im Vordergrund. Der Axel hat es auch letztendlich gesagt, Verhaltensänderung, Rückfallebene. Der Harald hat es ja so formuliert, er sagt, okay, wir brauchen eine Struktur. Und wir haben versucht jetzt, sag ich mal, eine Idee zu sammeln, wie könnte sowas aussehen, was eigentlich zuletzt hier der Jan Försin so schön beschrieben hat. Gut. Die Agenda ist, haben wir Lernbedarf? Ich werde sehr schnell gehen. Defizite von heutigen Konzepten ist eigentlich schon beschrieben worden von dir, Jan. Und ich würde gerne sehr schnell auf Learning Experience, wir nennen das 2.0, weil du ja gesagt hast, ist gut, im Grunde genommen, viele Systeme wollen in die Richtung, aber die kommen nicht ganz hin. Gut, pädagogischer Grundlage werden wir heute praktisch überspringen. Da würde der Harald sehr schön das beschreiben können. Im Grunde genommen ist es so, McKinsey sagt, im Grunde genommen, der Erfolg letztendlich eines Unternehmens beginnt mit den Kompetenzen der Mitarbeiter und der Mitarbeitenden. Das ist ja in sich absolut nicht neu. Das erleben wir täglich. Das Einzige nur, wir haben es noch nicht verinnerlicht, insbesondere der Geschäftsführung. Welche Kompetenzen sind nötig? Jeden Tag bekommen wir praktisch neue Hinweise. Heute hatte ich von einer Business School neue Kompetenzen oder Schwerpunkte. Im Grunde genommen, für unseren Alltag brauchen wir 60 Kompetenzen. Und die Frage ist nur, welche setze ich in den Vordergrund? Welche fünf? Je nachdem, wer der Vortragende ist, wer den Artikel schreibt, setzt andere vorne weg. Von Halbwertszeit des Wissens haben wir schon einiges gehört. Defizite von heutigen Konzepten, und das sagt die Frau Nele Graf, die eigentlich bei Axel Koch schon vieles mitgestaltet hat an Lernwebinaren und so weiter, ist, dass wir eigentlich nicht wissen, wo wir hinwollen. Und das ist eine Studie, die sie in einem Buch veröffentlicht hat, wo wir Herausgeber sind. Dann planen wir nicht einmal den Lernprozess. Und das ist letztendlich, wo der Jan hier Völsing so schön einfach formuliert hat, bei diesem Bouquet an möglichen Maßnahmen war die Frage, okay, wie stellen wir den Lernprozess dar? Und dann, man sucht nicht einmal gezielt nach Angeboten. Ja, das heißt, wenn wir hören, dass YouTube und so weiter und so fort so hilfreich ist, ab und zu frage ich mich, ob die Leute wissen, was Internet ist. Weil wir noch nicht verstanden haben, dass wir eigentlich eine ganze Bibliothek, wie hier Janis erwähnt hat, aus Udemy oder Coursera oder was auch immer. Gut, Learning Experience 2.0. Was bedeutet das? Unser Ziel ist letztendlich, wir haben hier mit Axel das Thema Transfermethode. Wir wollen die Transfereffizienz des Lernens. Jeder von euch, der mal in der Personalentwicklung passiv oder aktiv gewesen ist, was letztendlich, dass die Transfereffizienz nicht funktioniert. Vorhin hat der Axel gesagt, okay, die Rückfallebene, wenn ich als Trainer einfach mich mit den Trainees unterhalte, stelle ich fest, viel ist leider Gottes nicht rübergekommen. Und was latent hier war, aber nicht gesprochen worden ist, ist das Thema Individualisierung. Das Wort ist nicht gefallen, aber letztendlich war immer latent. Und wir sind für die Demokratisierung. Das heißt, nicht für die oberen 10.000 gehen zu einem Webinar, gehen zu einem Coach, Entschuldigung, zu einem Seminar, sehr teuer, sondern dass jeder Einzelne davon profitiert. Und die Chancen der Entwicklung, das war vorhin das Thema bei Jan Ullmann, das Thema Sinnhaftigkeit. Wenn ich den Sinn nicht sehe, warum muss ich mich dieser Überforderung aussetzen, wenn ich nicht begreife,
welche Chancen ich habe. Dass ich praktisch an der Zukunftsfähigkeit, an meiner Zukunftsfähigkeit, Employability, gearbeitet habe. Und letztendlich, last but not least, Lust auf Leistung. Leistung muss nicht immer sein, etwas, was ich jetzt, ich bin der Beste und so weiter, sondern im Kleinen, dass ich einen kleinen Schritt nach vorne gebracht habe. Okay, wie funktioniert das? Wir haben denn die Lernenden, wir haben vorhin das Thema Peers, Work Activities, LMS und so weiter und so fort. Das haben wir schon, ich wollte sagen, seit 100 Jahren, so lange nicht, aber seit vielen Jahren. Die Frage ist, was können wir ändern? Zunächst einmal die Lernchancen. Ich muss ja wissen, was ich eigentlich lernen müsste. Ich müsste ja einen Bedarf erkennen. In unserem Unternehmen, wir haben diverse Tools oder in einem Tool haben wir diverse Attribute, die wir erfassen. Ob es die Emotionen sind, die Kompetenzen, die Motive und so weiter und so fort. Persönlichkeit, woran ich arbeiten sollte. Aber dann, ganz wichtig, der Mensch steht auf zwei Beinen, deswegen der Lernende, die Lernende steht auf zwei Beinen. Das heißt, die Lerndiagnostik. Und das ist auch stillschweigend, wurde von allen von euch Vorrennern erwähnt. Individualisierung, das heißt, den Menschen in den Vordergrund stellen, Jan Ullmann, von Axel, das Thema Rückfallebene, das heißt, dass ich mich erkenne, wie Susan sich schon gefragt hat, okay, wie, wenn ich zu einem Meeting gehe und so weiter, wie kann ich einfach erfassen, dass ich mich jetzt verändern soll? Das heißt, wie packt mich das System, dass ich Party das erkenne? Oder wie der Jan Völsing das so schön formuliert hat, letztendlich die Individualisierung. Ja, das heißt, über Working Activities und so weiter. Und dann kommt praktisch das Lernmodell letztendlich, was eigentlich die pädagogischen Grundlagen, die eigentlich indirekt der Harald Radmacher erwähnt hat. Und letztendlich, was hier auch der Jan Ullmann erwähnt hat, die sogenannte dreistufige Lernbegleitung, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber in drei Punkten. Man hat die Präsenzveranstaltung mit einem Coach, das kann man ja nicht immer genießen. Das ist einmal, sage ich mal, ein Quartal. Dann hat man Videochat, mittlerweile salonfähig. Und letztendlich, last but not least, ein Chatbot, den ich einfach regelmäßig Fragen stellen kann, damit ich weiterkomme. Und am Ende des Tages geht es darum, dass ich meinen individuellen Lernprozess bekomme. Hier ist aber so, dass einfach überspringe ich da, ich sage nur auf der Tonspur, dieses Lernmodell, dieses LX 2.0, zunächst einmal über datenbasiert ist, expertenbasiert, wie der Jan Völsing vorhin erwähnt hat, aber auch wir überlegen, wie wir KI-mäßig das abbilden können, sodass der individuelle Lernprozess auch möglich ist, KI-basiert. Kommen wir, was muss eigentlich LX 2.0 leisten? Muss die Lernchancen erkennen, was wir vorhin sagten, Personaldiagnostik, und im Lernprozess begleiten. Das heißt, einmal diese dreistufige Lernbegleitung, pädagogisch ausgearbeitet, das heißt, es muss praktisch fundiert sein. Es muss auch die Selbstlernkompetenzen, leider Gottes hatten wir in der letzten Zeit die Nella Graf nicht gewinnen können, weil sie durch Corona in Italien nicht weiter kann und kann praktisch ein Webinar nicht halten. Aber letztendlich diese Selbstlernkompetenzen, das ist maßgeblich. Nicht jeder kann lernen. Nicht besonders, wenn jemand 40 plus ist, dann tut man es schwerer als ein Kind. Und dann Reflexion, reflektieren. Was habe ich gelernt? Und dokumentieren. Beim Social Learning insbesondere. Und was auch jeder von euch erwähnt hat, dieses arbeitsintegriertes Lernen. Ich muss ja praktisch, das Lernen darf nicht abseits von meinem Arbeitsleben geschehen. Und das hat der Jan Völsing wunderbar dargestellt und ist auch wiederum in realen Projekten. Und diese Unterlagen habe ich damals mit dem Harald zusammen ausgearbeitet und wie man sieht, der Jan Völsing tritt genau auch in diesem Pfad. Umsetzungskonzept. Wir haben vorhin erwähnt, diese Begleitung. Begleitung, das heißt im Grunde genommen, es geht nicht um ein Pushen.
Es geht um einen Trigger, es geht um einen Pull-Effekt. Das heißt, im Grunde genommen, dass ich den Lernprozess so schmackhaft gestalte durch Entwicklungsbegleitung. Das heißt, im Grunde genommen, dass ich die Lernchancen erkläre, warum das notwendig ist und so weiter. Will ich in die Detailien, die Unterlagen da im Übrigen, die Unterlagen sind schon heute online. Wenn man lx20.de eingibt, dann kommt man praktisch drauf. Und unsere Idee ist im Grunde genommen auch über ein Chatbot namens Lernbot Peer, das auch in Zukunft auch begleiten zu können, sodass ich praktisch Everyday Tasks für kleine Fragen und so weiter und so fort. Und was hier auch Jan Völsing erwähnt hat, das Thema Learn Analytics. Das heißt, man Improvement und aber auch für die Personalabteilung, dass man merkt, okay, wie entwickeln sich die Firmen. Das möchte ich jetzt euch ersparen, nur dass man sieht, praktisch die vier Stufen bei mir sind genauso wie bei Harald. Personaldiagnostik, Lernprozess, Zielüberprüfung. Das heißt, was habe ich erreicht? Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Aber auch sehr wichtig, dass der Lernprozess, die Lernpfade KI-basiert sein können. Ja, wunderbar. Auch von HR. Es kann sein, dass ich praktisch ein Teamleiter werde und dann gibt es praktisch Standardkurse, könnte man sagen. Ja, wunderbar. Modellbasiert, aber auch userbasiert. Man soll auch den Menschen die Freiheit einräumen, mal rumzustöbern. Und Coursera, YouTube, wo auch immer, man sagt, okay, ich mache auch mein Ding. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich mich verändert habe, dass ich etwas gelernt habe. Wie ich das erreiche, kann sein, dass KI wunderschön funktioniert, aber es kann sein, dass er auch userbasiert funktioniert. Was ist der Unterschied? Ich springe jetzt ganz schnell. Was ist der Unterschied zum heutigen LMS? Das ist ein umfangreicher Lerncontent. LX 1.0 macht Lernprofiling, aber wir wollen mehr. Wir wollen mehr erreichen als nur das. Ja, Vorteile, systemische Personal- und Lerndiagnostik, Unterstützung durch KI, Schnittstellen zu LMS-Content und dreistufiges Lernkonzept und die pädagogische Grundlage. Ja, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, hier unter kontakt@thinksimple.de könnt ihr uns erreichen. Ansonsten, die Unterlagen sind online.